Ich bin Nadine Gstöhl, bin 36 und wohne zusammen mit meinem Mann und unseren drei Kindern zu Vaduz. Ich bin gelernte Primarschullehrerin, arbeite im Moment aber nicht im Beruf. Neben der Familienzeit engagiere ich mich sehr gerne für meine Vereine. Seit 20 Jahren spiele ich bei der Harmoniemusik Balzers. Beim gemeinsamen Musizieren kann ich vom Alltag abschalten. Und ich gehe auch sehr gerne mit meinen Kollegen nach der Probe etwas zuhören. Seit 8 Jahren bin ich auch beim Fischereiverein Liechtenstein. Und dort bin ich seit 6 Jahren als erste Frau überhaupt im Vorstand tätig. Das Fischen selber ist dabei nie so im Vordergrund gestanden. Es geht mir viel mehr darum, dass wir unsere Gewässer schützen. Eine Herzensangelegenheit von mir ist auch die Gartenkooperative Liechtenstein. Der Mann und ich und ganz viele andere zusammen haben das aufgebaut und ich freue mich, dass unser Kind jetzt Füße bekommen hat und dass es so gut läuft. Mit unserem Kind gehen wir sehr viel in die Natur. Wir sind gerne draußen und wir nehmen sie auch gerne mit an die Fronttage oder an die Garteneinsätze. Mir ist wichtig, dass unsere Kinder Erfahrungen sammeln können in der Natur, weil nur so schätzt man nachher die Natur an und möchte sie schützen. Und mit Herzblut möchte ich mich im Landtag engagieren. Besonders in dem Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in der nachhaltigen Entwicklung unserer Natur- und Lebensräume und im Ausbau vom ÖV und Langsamverkehr. Wir wohnen an so einem schönen Ort und ich wünsche mir für meine Kinder, dass wir zu der Natur und zur Umwelt schauen, damit sie in 20, 30 Jahren ebenfalls noch an so einem schönen Ort leben können, in einer Gesellschaft, wo wir es miteinander gross schreiben und leben.